Hallo liebe Trader, hier ist der wöchentliche Blick auf die Märkte von Active Trades. Jeden Freitag berichten wir für Sie von den Finanzmärkten und schauen auf die Ereignisse, die die Schlagzeilen bestimmen. Wir schauen auf die Geopolitik und die globale Wirtschaft insgesamt und halten an den Märkten Ausschau nach relevanten Informationen und Trading-Signalen und allgemeinen Richtungsanzeichen. Heute richten wir unser Augenmerk auf die US-Indizes Dow Jones und Nasdaq 100, das positive Momentum beim Euro und seit einiger Zeit etwas aus dem Blick geraten, die Aussichten bei Gold. Wir beginnen unsere Wochenanalyse dieses Mal mit der Diskrepanz, was die Entwicklung beim Dow Jones und Nasdaq 100 angeht und deren gegenseitige Wechselwirkung. Diese Woche hat sich die Performance beider Indizes weiter voneinander entfernt. Während der Dow Jones derzeit historische Höchstmarken erzielt, kann der Nasdaq den bärischen Trend nicht abschütteln. Welcher Index wird nun das weitere Geschehen bestimmen? Mit anderen Worten, driftet die allgemeine Marktstimmung demnächst nach unten ab oder schafft es der Dow, den Nasdaq und weitere Assetklassen wieder nach oben zu ziehen? Interessanterweise haben wir bereits seit einigen Monaten einen Stimmungsumschwung an den Märkten wie auch beim Dow beobachten können. Zwei Aspekte stechen ins Auge. Erstens die tägliche Marktvolatilität. Diese wird gemessen als Abweichung vom Standard oder Durchschnitt und hat sich seit ca. Mitte April bis jetzt verringert. Zweitens lohnt derzeit ein genauerer Blick in den Chart und die Unterstützungs- und Widerstandslevels. Sollte der Dow Jones weiter in Richtung neuer Hochs klettern und der Nasdaq sich im Bereich zwischen 13.150 und 13.450 halten können, dürfte sich die Stimmung unter Anlegern aufhellen. In einem solchen Szenario wäre der Dow das Zugpferd nach oben. Umgekehrt könnte der Nasdaq das entscheidende Pendel sein und beim Dow Jones zumindest eine Konsolidierung bewirken. Vor dem Hintergrund der derzeit eher geringen Marktvolatilität dürfte dies ein Anzeichen für die kommenden Handelssitzungen sein. Tatsächlich hat es beim Nasdaq am Dienstag einen kleinen Abverkauf gegeben, sodass hier im Bereich der zuvor genannten Kurse wieder etwas Kaufinteresse generiert werden könnte. Der Euro-Dollar testete neulich einen bedeutenden Widerstand bei 1,216. Sollte das positive Momentum anhalten und die Gemeinschaftswährung über diese Schwelle ausbrechen können, gerät eventuell sogar das bisherige Jahreshoch bei 1,224 wieder ins Visier. In den nächsten Tagen steht die Veröffentlichung der Unternehmensgewinne einer Reihe deutscher Unternehmen an. Zusammen mit einigen weiteren Wirtschaftsdaten, insbesondere aus den USA, könnte dies mehr Klarheit bringen darüber, ob der Euro nun das gegenwärtige Momentum nutzen kann und die vergangene Unterstützungszone bei 1,17 nachhaltig hinter sich lassen und thematisch abschließen kann. Beinahe vier Monate zwischen Juli und November vergangenes Jahr hatte die Gemeinschaftswährung nur seitwärts rangieren können. Für den Fall, dass es kurzfristig zu einem Abrutschen unter 1,1850 kommt, wäre dieses Unterfangen wiederum gefährdet. Kommen wir nun zu unserem letzten Thema der Woche. Ein Handelsinstrument, welches seit gewisser Zeit etwas ins Hintertreffen geraten ist. Gold hatte 2020 noch eine imposante Kursrallye an den Tag gelegt und mit einem Höchstwert von beinahe 2.100 US-Dollar pro Feinunze die Anleger beeindruckt. Seit nun fast 8 Monaten jedoch gibt der Kurs nach. Dies sollte nicht allzu sehr überraschen, da im Prinzip eine Korrektur bei Gold in den Augen vieler Anleger als überfällig betrachtet wurde. Als ein gutes Beispiel für eine ähnliche Entwicklung ließe sich der Bitcoin heranziehen. Auch hier hatte der Markt nach den Höchstständen bei 20.000 Dollar im Jahr 2017 eine deutlich längere Erholungsphase in Anspruch genommen. Während dieser langen Perioden der Konsolidierung tendieren Investoren generell dazu, das Interesse zu verlieren. Sie beginnen Ausschau zu halten nach dem nächsten großen Impuls in andere Werteklasse, der dann die übergreifende Stimmung dominiert. Jetzt nun scheint sich für Gold das Blatt zu wenden. Eine starke Unterstützungszone bei 1680 US-Dollar hat sich herausgebildet. Seit Mitte März kommt es hier im Wochenrhythmus zu Ausschlägen in beide Richtungen. Zuletzt zeichnet sich eine leichte Tendenz nach oben aus. Es bleibt nun abzuwarten, wie genau diese Ausgangslage vor dem Hintergrund der noch unklaren Richtung bei den Aktienmärkten zu einer gegenseitigen Wechselwirkung und schließlich neuen Trading-Signalen entwickeln könnte. So viel von den Märkten für heute. Wir melden uns demnächst wieder wie immer mit mehr Meldungen und Updates zum Wirtschaftsgeschehen und zur Entwicklung an den Märkten zurück. Besuchen Sie gerne in der Zwischenzeit unsere Webseite activetrades.eu/de für mehr aktuelle Nachrichten und Analysen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne ein Like und abonnieren Sie auch unseren Active Trades YouTube-Kanal, wo Sie stets weitere News und Schulungsvideos zu den Märkten finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.